Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um was Neues, und zwar um 3D-Druck. Ich habe mir Mewtwo gedruckt und zeige euch, wie ihr mit ein paar Tricks den pimpen könnt. Viel Spaß beim Video. Auf der Seite Thingiverse habe ich ein cooles 3D-Modell gefunden, und zwar Mewtwo. Jeder kennt ihn wahrscheinlich. Den habe ich in meinem 3D-Drucker nun gedruckt. Die Druckzeit beträgt ungefähr 8 Stunden. Das kann natürlich variieren, je nachdem wie schnell der Druckkopf eingestellt ist. Bei mir hat es ungefähr 8 Stunden gedauert. Je nachdem welches Berechnungsprogramm ihr für die Stützstruktur benutzt, müsst ihr aufpassen, dass der Druckkopf die nicht beim Druck irgendwie umwirft, wenn da irgendwas falsch berechnet ist. Das ist bei mir einmal passiert. Das heißt, man sollte den Druck auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen. Für meine Klebflächen habe ich ganz normales Tape verwendet. Das kann man dafür verwenden, dafür gibt es aber auch spezielle Tapes. Ich empfehle das Original, aber bei mir funktioniert es auch mit den anderen Dingen. Ich krieg's relativ gut entfernt, zumindest fast alles. Nachdem wir die Stützstruktur entfernt haben, sieht unser Mewtwo so aus. Mit einer scharfen Kneifzange pitchen wir jetzt das abstehende PLA noch ab. Da müssen wir aufpassen, dass wir nichts abbrechen, da die Gliedmaßen des Mewtwos relativ dünn sind. Im darauffolgenden Schritt habe ich wieder den Lötkolben verwendet. Einzelne Stellen, die mir nicht gefallen haben, habe ich so noch ein bisschen glatt gemacht. Wenn sich einzelne Stellen mit dem Lötkolben verfärben, ist das nicht schlimm. Wir malen später den Mewtwo komplett noch mit Acrylfarbe an, deswegen ist das kein Thema. Übrigens noch Leute, wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich immer über eure Unterstützung durch ein Like oder durch ein Kommi oder durch ein Abo. Also, denkt dran! Vor allem unten an der Skulptur müssen wir sehr viel mit dem Lötkolben arbeiten. Die Füße, die auf dem Druckbett standen, die hatten vorher drunter eine Stützstruktur und die hat sich ein bisschen verklebt mit den Füßen. Deswegen musste ich das echt unschön abtrennen. Aber das lässt sich mit dem Lötkolben gut beheben. Im Anschluss habe ich noch festgestellt, dass der Mewtwo nicht von alleine stehen kann. Das können wir zum Glück mit unserem 3D-Stift beheben. Bei Mewtwo kommt uns das relativ gelegen, da er ja hinten relativ ausgeprägte Zehen hat. Auf die tragen wir einfach Kugeln auf, und zwar so viel, dass er halt von alleine stehen kann. Am besten setzen wir den Mewtwo immer schnell ab, wenn wir gerade mit unserem 3D-Stift unsere Form gezeichnet haben, damit sich das dem Boden anpasst. Wir müssen dann darauf achten, dass der Boden natürlich glatt ist. Im anschließenden Step werden wir dann mit dem Lötkolben die Zehen so formen, dass sie wieder gut zu unserer Figur passen. Wenn nun unsere Figur von alleine stehen kann, nehmen wir uns den Lötkolben und machen die Zehen so, dass es wieder cool zur Figur passt. Das ist manchmal ein bisschen aufwendig, aber die Mühe muss sein. Was ich auch noch feststellen konnte, war, dass hinten an dem Schwanz von dem Mewtwo der Druck nicht komplett geschlossen war. Das heißt, man konnte nach innen die Stützstruktur sehen. Das habe ich ebenfalls mit einem 3D-Stift zugemacht und danach nochmal mit dem Lötkolben geglättet. Damit die Farbe auf unserem Mewtwo hält, müssen wir den zuerst kurz grundieren. Dafür habe ich einfach so eine Grundierung aus dem Baumarkt gekauft. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass das nicht irgendeine Grundierung ist, sondern dass es eine Kunststoffgrundierung ist. Das ist meistens auf der Flasche deutlich gekennzeichnet. So sieht der Mewtwo dann aus, wenn es komplett getrocknet ist. Nun ist der Zeitpunkt da, uns Acrylfarbe anzumischen und den Mewtwo nochmal ein bisschen mit Farbe zu versehen. Für die Farbe braucht ihr theoretisch nur Weiß, Blau und Rot. Dann können wir so viel mischen, dass wir unsere Farbwerte erreichen, die wir haben wollen. Besser ist es meistens, dass ihr eher ein bisschen zu hell mischt und dann immer wieder dunkler werden könnt, damit ihr nicht die Farbe verschwendet. Im ersten Step war ich auf jeden Fall zu hell, aber ich habe das erstmal einfach als Voranstrich genommen. Zur Vorlage habe ich einfach irgendein Bild aus Google genommen, um zu sehen, wohin ich das Lila platzieren muss. Das ist oft nicht so einfach, weil nicht das Pokémon aus jeder Perspektive zu sehen ist. Aber ich habe es gefunden und entsprechend umgesetzt. An den Rändern müsst ihr immer darauf achten, dass ihr nicht zu viel überstreicht. Und auch der erste Anstrich darf nicht zu dick werden. Das heißt, ihr müsst gucken, dass die Farbe keine Wülste hat. So sah der erste Anstrich aus. Nun kommt der zweite. Jetzt bin ich bei der Farbe, die ich haben möchte. Da Mewtwo auch den gleichen Farbton in den Augen hat, werde ich auch was an den Augen machen.
Da ich mit der Acrylfarbe aber nicht so genau malen kann, habe ich mir dafür was anderes einfallen lassen. Also das werden wir später behandeln. Nach dem Lila kommt nun das Weiß. Besonders bei den Füßen und dort, wo jetzt die verbrannten Stellen durch den Lötkolben sind, müssen wir viel Weiß auftragen. Aber nicht zu viel, das sieht später nicht cool aus. Also kann man lieber mehrere dünne Weißschichten drauf tun als eine zu dicke. So kommt man besser zu seinem Ergebnis. So sieht nun der fertige Mewtwo aus. Mir gefällt er schon ziemlich gut. Aber wir wollten ja noch was mit den Augen machen. Und nun ist der Zeitpunkt dafür gekommen. Dafür nehmen wir einfach eine Folie, die können wir auf die Augen von dem Mewtwo legen und dann in die Einkerbungen mit einem Stift nachgehen. Die werden wir dann später als Vorlage nutzen, um das auf Papier zu bringen. Dafür kann man sich einfach einen Bleistift oder sonst irgendwas spitz nehmen. Dann kann man einfach die Folie quasi so feste mit dem spitzen Gegenstand nachdrücken, dass sich das Auge im Blatt abzeichnet. Anschließend kann man einfach mit dem Bleistift das Auge zeichnen und so die perfekte Form machen. Besser, man macht das Auge erstmal ein bisschen zu groß als zu klein, denn wenn es zu groß ist, kann man davon immer noch mit der Schere so ein bisschen abschneiden, um die perfekte Form letztendlich zu finden. Wenn man dann die Augen ausgeschnitten hat, kann man die erstmal jetzt testen, ob die überhaupt ins Auge passen. Wenn sie ins Auge passen, dann muss man gucken, dass man die Perspektive erwischt, wie man sie auf irgendeinem Bild oder auf der Vorlage von Mewtwo hat. Dann muss man perspektivisch versuchen, die Iris quasi ins Auge zu positionieren, sodass es von der Seite noch cool ausschaut. Wenn man das nur auf den 2D-Augen macht, wird es erstmal echt blöd aussehen. Aber in der Perspektive sieht es dann echt wieder cool aus. Am besten zeichnet ihr euch das natürlich erstmal mit Bleistift vor. Im späteren Nachgang kann man das dann mit irgendeinem Stift bearbeiten. Für die Iris habe ich erstmal zwei verschiedene Fineliner verwendet. Einmal pink und einmal das helle Lila. Dafür habe ich erstmal die Outlines mit dem hell Lila gemalt und später werde ich innen drin alles mit dem hell pink ausfüllen und dann entsprechend noch so Streifen mit dem hell Lila in den Pink machen. Bei den Augen solltet ihr auch nicht vergessen, so einen Glanzpunkt reinzusetzen. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, die ganzen Mangas oder sowas haben immer so Glanz in den Augen. Der Glanz, den ich einsetze, der setzt auf jeden Fall sich über die Iris und die Pupille fort. Das heißt, ich fange jetzt schon an, in der Pupille den Glanzpunkt zu setzen. Am besten zeichnet man sich das auch vor. Nun kommt noch das Pink zum Einsatz. Damit fülle ich jetzt erstmal die komplette Iris aus und dabei berücksichtige ich noch den Glanzpunkt. Den Glanzpunkt lassen wir komplett weiß. Jetzt kommt das hell Lila zum Einsatz. Damit fülle ich jetzt noch die Ränder ein bisschen mehr aus, um dem Auge mehr ein bisschen Plastizität zu verleihen. Wenn wir nun mit den Augen fertig sind, nehmen wir uns irgendeinen Kleber, den tun wir dann quasi in die Augenhöhlen rein. Da müsst ihr echt nur sehr wenig Kleber nehmen. Falls ihr zu viel Kleber nehmt, könnt ihr das mit Cewa oder so abwischen. Ich habe auf jeden Fall auf ein Auge zu viel gehabt. Da habe ich einfach mit Cewa einmal drüber gestrichen, dann passt das. Ich würde euch auf jeden Fall nicht empfehlen, Sekundenkleber zu nehmen, denn da habt ihr wenig Chance, noch die Augen so ein bisschen zu justieren. Wenn die Augen jetzt nicht gut positioniert sind, wird es im Nachgang nicht cool aussehen, wenn er ein bisschen schielt oder auseinander guckt oder die Augen verdreht sind oder so. Am besten drückt ihr die Augen auch nochmal schön fest in den Ecken mit irgendwas Weicherem, wie zum Beispiel die Radiergummispitze eines Bleistiftes. So kriegt ihr die Augen optimal befestigt. Ein letzter Kontrollblick, den ich hier mache, der gefällt mir. Ich finde den Mewtwo so echt cool. Was meint ihr zu dem Mewtwo? So sieht er fertig aus. Also Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über euren Support. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir ein Abo da, kommentiert gerne das Video. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Euer Cap Kobe. Ciao.